Der Frühlingsvogelzug ist weitestgehend abgeschlossen. Jetzt ist die ideale Zeit, um sich mit den Brutvögeln in der eigenen Umgebung zu beschäftigen. Wer die Natur und die Vogelwelt vor seiner Haustüre aufmerksam beobachtet, muss aber feststellen, dass sowohl die Insekten als auch die Vögel von Jahr zu Jahr weniger werden. Mehr als die Hälfte der häufigen Vogelarten Europas zeigt negative Bestandstrends. Und besonders schlecht schaut es mit den Kulturlandvögeln aus, mit den Feldvögeln, also mit jenen Arten, die in Ackerlandschaften leben. Wir haben seit 1980 mehr als die Hälfte der Feldvögel Europas verloren. Vom Rückgang betroffen sind aber sogar so bekannte Allerweltsarten wie Haussperling, Star, Rauchschwalbe und Mehlschwalbe. Sogar der Gierlitz wird in vielen Ländern Europas immer seltener. Für dieses Vogelsterben gibt es verschiedene Gründe. Welche Ursachen zu welchen Teilen daran beteiligt sind, ist aber ziemlich schwer zu sagen. Sicher ist es die Summe dieser vielen, überwiegend vom Menschen geschaffenen Gefährdungsursachen, die die Situation so dramatisch macht. Wir Menschen machen Tieren und Pflanzen das Leben schwer, indem wir an allen Ecken ihren Lebensraum verkleinern, Feuchtgebiete trockenlegen, Flächen versiegeln. Außerdem kommen jedes Jahr unzählige Vögel im Straßenverkehr zu Tode, kollidieren mit Glasscheiben, werden legal und illegal verfolgt. Auch freilaufende Hauskatzen töten jedes Jahr Millionen von Vögeln. Und das ist noch lang nicht alles. Eine ganz entscheidende Hauptrolle spielt die Intensivierung der Landwirtschaft. Durch immer größere Felder geht Lebensraum verloren und der Einsatz von Spritzmitteln lässt die Nahrung der Vögel verschwinden. Besonders betroffen sind zum Beispiel insektenfressende Arten wie Braunkehlchen oder Schwarzkehlchen. Der Kiebitz leidet unter der Trockenlegung feuchter Wiesen. Solche weitläufigen und intensiv bewirtschafteten Agrarflächen kann man getrost als Agrarwüsten bezeichnen. Hier ist kaum mehr Leben zu finden. Und es ist auch unser Verlangen nach billigen Lebensmitteln, das die Kulturlandschaften so verarmen lässt. Lebensmittel, die in großer Menge produziert und zu einem erheblichen Teil noch weggeworfen werden, bevor sie überhaupt auf dem Teller landen. In so einer ausgeräumten Landschaft sind wichtige Lebensraumelemente wie Hecken, Ackerreine oder Blühstreifen nicht mehr zu finden. Das sind die Elemente, die typische Feldvögel wie das Rebhuhn, das Schwarzkehlchen oder die Turteltaube brauchen. Alle diese Arten sind hier längst verschwunden. Zum Glück sind es nicht alle Vogelarten, deren Bestände schrumpfen. Europaweit geht es den Vogelarten relativ gut, die in Wäldern leben. Und dank erfolgreicher Naturschutzarbeit sind auch einige seltene Arten wieder im Aufwind. Zum Beispiel der Seeadler oder der Kaiseradler. Leider sieht es für viele Vogelarten Europas, vor allem für die des Kulturlandes, der Felder, nicht besonders gut aus. Es liegt an uns allen, ihre Situation und die der Natur im Allgemeinen zu verbessern. Jede und jeder kann mit kleinen Schritten viel bewirken. Mäht zum Beispiel die Wiesen in eurem Garten nicht so oft und nicht zu früh, damit sich Blütenpflanzen, Samen und Insekten entwickeln können. Sorgt mit bewusstem Konsumverhalten dafür, dass sich nachhaltige Landwirtschaftsformen durchsetzen können und etablieren können. Und klärt andere darüber auf, in welcher komplizierten Lage sich unsere Natur und unsere Vogelarten befinden. Eine entscheidende Rolle spielt aber die Politik. Die wichtigsten Entscheidungen, die über das Wohl oder Übel unserer Vögel bestimmen, werden in der Landwirtschaftspolitik getroffen. Bis zum nächsten Mal.